So, wir haben jetzt ja mittlerweile schon Dezember und ich denke mal, viele von euch essen Lebkuchen gern. Und was wirklich nicht sehr schwer ist, ist einfach mal Lebkuchen selber zu machen. Da braucht man letztendlich gar nicht viele Sachen. Wir haben hier 1 Kilo Nüsse. Das sind jetzt in dem Fall Mandeln und Haselnüsse. Man kann auch noch Walnüsse mit reintun. Dann haben wir hier 200 Gramm Orangenschale bzw. Zitrone, also 100 Gramm jeweils. Dann haben wir hier noch eine Schokolade für oben drüber, Oblaten natürlich, Zucker kommt noch mit rein und noch Eier. Dann jetzt machen wir zuerst mal die Eier und den Zucker vermischen. Wir haben jetzt hier die Eier mit dem Zucker vermischt gerade vorne. Und da kommen jetzt die ganzen Nüsse rein. Das ist jetzt insgesamt 1 Kilo Nüsse. Zusammen mit 1,5 Kilo Zucker und 10 Eier. So, jetzt machen wir das Zitronat und das Orangenschale noch klein. Die Standardgewürze für Lebkuchen sind Zimt, Kardamom, Muskatblüten und Anis und Nelken eigentlich. Aber es gibt für faule Menschen bzw. für Menschen, die nicht gleich 20 Bleche voll machen wollen, so eine wunderbare Erfindung, nennt sich Lebkuchengewürz. Gibt es fertig im Supermarkt zu kaufen. Und da kommen jetzt hier noch 40 Gramm rein. Dann heizen wir den Ofen jetzt schon mal auf 150 Grad vor. Jetzt streichen wir den Teig hier auf die Oblaten drauf. Und da muss man schauen, dass man nicht zu viel Teig nimmt, weil der läuft ein wenig runter im Ofen. Einfach so 1 bis 2 Löffel voll. Und dann geht das. Das Schöne an Lebkuchen ist, man kann im Teig richtig schön variieren. Also man kann da mehr Zucker reintun oder alle möglichen verschiedenen Nüsse. Ich habe jetzt in dem Fall Haselnüsse und Mandeln benutzt und man kann Orangenschale und Zitronat auch variieren. Das ist jetzt die Schokolade, die schmelze ich jetzt hier in der Tasse in einem Wasserbad und die werde ich später als Glasur für die Lebkuchen benutzen. Und da muss man aufpassen, dass beim Kochen kein Wasser reinkommt, weil sonst verklumpt die Schokolade. So, und wenn die Schokolade jetzt fest ist, dann werden die luftdicht verpackt und noch ein paar Tage gelagert. Weil dann verteilt sich die Feuchtigkeit innen drin noch, weil sonst sind sie oben, also am Rand, total trocken und innen und innen noch voll weich. Und dann werden sie immer besser.